Ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei Ark Nomaden. Auf unserem Boot feiern wir eine fröhliche Gammelfleischparty heute. Und zwar der Xar, grüß dich. Moin. Der Anubis. Moin moin. Der Balu. Servus. Der Phil. Uhu. Und der Sanitöter. Hallo. Und ich komme hier nicht drauf, doch jetzt, endlich. Ja, eine Gammelfleischparty. Wir haben unseren Mörser jetzt noch aufgestellt und nicht diese Mühle, diese Handmühle. Die braucht noch ein Construction Table, den müssen wir erst noch lernen. Ich schmeiß mal an. Genau, schmeiß mal an. Jetzt rattern die Punkte hier, jetzt gibt's Party. Ja, nicht ganz so. Es dauert immer eine Weile, bis einer durch ist. Und das sind jetzt 83, die durchrattern müssen. Also von daher. Achso, haben wir nur einen Mörser? Momentan, ja. Ja, mach zwei, oder? Ja, also zwei Mörser, dann geht's ein bisschen schneller mit der... Und so hätten wir eigentlich genug für zwei, das stimmt schon. Ja, mach zwei Mörser, das lohnt sich. Warum noch kommen? Haben wir noch Holz? Und unverwurstetes Holz, dann brauche ich noch ein paar Ceilings. Oder hat jemand in der Zwischenzeit gebaut? Ich war ja offline kurz. Nein, ich nicht. Nein. Nee, okay, dann zack, zack. Bottomhörer steht. Zack, zack. Ceilings. Oh, der befüllt den fehlt? Gerade mal so. Mensch, scheiße. Ich schmeiß meinen Rest noch rein. Ja, Gammelfleisch mal. Aber Gammelfleisch fehlt ein bisschen. Ich habe eins. Eins? Wow. Bist du hattest doch noch was, oder nicht? Ja, ich bin dabei. Ich warte gerade, dass es abläuft. Achso, okay. Dann ziehe ich das von hier mal rüber. Da, hier. Eins drin. Wir sind unbesiegbar. So, Ceilings. Wie viel brauchte ich jetzt? Kann mir das mal jemand sagen? Nö, ne? Ja, brauche ich jetzt einfach. Too heavy to jump. Du bist zu fett, um zu springen. Schön übersetzt. Frei übersetzt. Dann kann ich ihm das sehen. So. Jetzt gibt's erstmal Punkte. Yay! So, wir haben sie verdient. Bis zum Construction Table, dann geht's los. Oh ja. Ich glaube, ich geh mal Seedings kurz schwimmen. Brauchen wir noch 1, 2, 4 Seedings. Hier waren einige Piranhas vorhin, nur so als kleine Warnung. Hatten weh. Also, ich sehe hier jetzt. Keine, ja, ich keine. Hab sie in der letzten Folge hab ich sie gekillt. Vielleicht ist da jetzt noch nichts nachgespawnt oder nachgekommen. So, da kann man nochmal. Da war nochmal 4, hatte ich jetzt gesagt, oder? Ist immer gut, wenn man sein eigenes Wort vergisst innerhalb von 2 Sekunden. Ja, das hilft. Was? Der musste jetzt sein, sorry. Ich eile mal rüber zum Boot. Ich produziere mal nebenbei ein paar Pfeile, ne? Hier ein paar Betäubungspfeile. Mhm. Oh, kannst du machen. Das ist gut. Dann holen wir uns gleich den Bronto, ja? Oh, ich hab mich auch noch um eins vertan. Boah, Idiot. Ah, die Gammelfleischparty ist immer wieder der Renner, muss ich sagen. Jo. Gibt kaum eine Methode, so ein bisschen... die. Bitte? Gibt kaum eine Methode, die so schön EP gibt und so einfach zu machen ist. Ja. Brauchst du noch Ceilings, Koja? Ceilings nicht, jetzt geht's an Wände, aber da habe ich ja auch 10 Stück schon bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir schon Fensterwände bauen können. Ob man das schon, Moment mal schauen, ich glaube, wir waren Level 25, ich bin jetzt 24, schade. Haben wir irgendwo noch Pfeile? Sollte ja auch nicht gleich der Fall sein, dass man es braucht. Ich habe 30 im Inventar, die kann ich hier geben, solange. So. Ansonsten baue ich nebenbei noch welche, pass auf, das ist ja relativ einfach gemacht. Ich brauche das da, ich brauche das da. So, dann baue ich schon mal ein paar Wände auf, zumindest an die Ecken, wo keine Fenster hinkommen. Nach Kojascher Definition zumindest nicht. Ach, das erklärt die Lücken, die jetzt auf dem Boot gelassen wurden. Ja, das war eigentlich so gedacht, dass da Fenster hinkommen. Ich habe gesehen, ihr habt sie jetzt zugemacht, aber ist ja, halt so. Ja, reicht, muss er halt ab. Nee, klar. Muss der Koja halt nochmal bauen, soll er machen, ne? Solche Leute nicht, hier in meinem Tribe. Das ist Meckern auf hohem Niveau, ne? Ja, wie immer. Falscher Server. Ja, wollte gerade sagen, also Niveau hier? Ist eh nicht vorhanden, also. Oh, jetzt gibt's ein Construction Table. Nice. Yay! Sehr schön. Brauchen wir das da hin? Ja. Das, nee, das brauchen wir dann nicht hin. Warte mal. Da kommt ein Raptor. Lass ihn doch, der will auch mitspielen. Hat den einer von euch?
Hm? Oder? Da hin. Ach, da oben, sehen. Brauch nochmal 2 Rampen, bitte. 2 Rampen? Direkt da. Hm, Level 19 können wir umhauen. Jo. Schade. Das war nicht der Raptor. Das war Level 44, das war auch ein Raptor. Aber der ist hier 19, hat den ich hier gerade umgehauen. Ja, ich sag aber, es war auch ein Raptor. Ja, ja. Aber Raptoren kommen ja selten allein. Ein Raptor kommt selten allein. Die Rampen liegen da oben, ist auch. Ich sehe ihn. Sehr gut. Wollen wir den teilen? Warst du das nicht eben schon, also in der letzten Folge gestorben ist? Nein, ich komm's da. Nein, ne? Du, nein, niemals. Würde? Haben wir was zum Umhauen für den? Ich würde sagen, Level 44 könnte noch was zählen, oder? Er kommt auf mich zu. Ja, dann schmeiß ich ihm eine Dings an die Birne. Oh. Hab ich. Aus dem Grund habe ich vorhin auch extra nur mit der Fackel zugehauen. Mhm. Aus nur diesem einen Grund. Ja. Mit der Fackel zugehauen, vor lauter Verzweiflung, oder wie? Wir brauchen einen Narkosepfeil oder sowas. Das hat sowas von der Oma, die Dino mit der Handtasche verprügelt. Ey, den lock ich gleich mit der Hand aus, wenn sich gleich keiner von euch drum kümmert. Ja, ich hab nichts zu betäuben, ich hab noch nicht mal das Slingshot. Ah, dann Mann, dann killt ihn. Dann killt ihn, komm, scheiß drauf. Der flüchtet schon gerade. Ich hab Betäubungspfeile. Ja, erwartet. Ja, dann... So, er steht nochmal. Herrlich. Wo bist du? Um Boot? Ja, bin ich. Dann brauchen wir noch was einmal. Stell dich vor mich. Dann brauchen wir ein Fenster. Danke. Fetch. Fiber. So, wenn ihr da mit dem Raptor fertig seid, könnt ihr wieder ein bisschen Holz beischlafen. Ja, ihr wisst schon. Ja, okay. Beischlafen. Beischlafen. Ein bisschen Holz beischlafen. Ist doch ganz klar, oder? Wir schlafen Holz dabei. Das Problem ist, hier ist kein Wald. Wie? Müssen wir schon wieder weiterziehen? Diese Umweltfrevel. Dreh um, Kollege. Komm hier. Ist ja nicht wahr, ehrlich, haben wir schon wieder alles weg. Ja, ziemlich. Boah. Kannst du ja mal das Loch da oben angucken. Krasser Scheiß. Naja gut, es sind auch 2 Boote fast gut ausgestattet, muss man sagen. Und du hast 2 Baumschubser dabei. Die wissen, wie man Bäume fällt. Ja, stimmt. Wenn nicht die, wer dann, ja. Genau. Erstmal ein Raptor. Haben wir noch irgendwo Narkotics? Sehr schön. Narkosebären oder so? Glaube nicht, die haben wir glaube ich jetzt alle verarbeitet. Gut. So, der Raptor liegt. So, jetzt haben wir auch eine Handmühle. Yeah. Sehr schön, es geht doch voran. Es geht läuft richtig, doch. Richtig genial voran, mir gefällt das, das macht so Laune. So, und dazu muss man sagen, außer auf diesem Testserver haben mal, wir... Warte mal, lass mal die Spark Powder drin. Die Spark. Macht gerade ein bisschen Gunpowder. Außer auf dem Testserver haben wir... Oh, ich glaube, wir haben gerade einen Lag, ne? Ja. Außer auf dem Testserverbetrieb haben wir noch nicht zusammengezockt, muss man dazu sagen. Und es läuft echt hervorragend. Also, richtig krass. So, dann lerne ich jetzt mal die Lumber Window Frame und dann haben wir hier bald ein komplettes Boot, hoffe ich. Lumber... Erstmal Ceiling. So, dann haben wir die. Und wo ist das Window Frame? Da unten. Lumber Ramp. Lumber Ramp könnten wir auch machen, na egal. Naja, Prime Meat haben wir jetzt sicher in der Nähe. Ich zähle mit normalem Fleisch den Raptor, ne? Ja, der ist ja eh nur Level 44. Ja. Pillar. Ich bring da gleich ein bisschen Fleisch. Das ist gut. Das können wir mal lernen. So. Und was ist Fleisch bei uns am Bord? 4, glaube ich. Zack. Aber wann kann man denn die Smithy bauen? Hier. Yeah. 25. Glaub auch die kannst du schon. Dann baue ich die gleich. Ja. Ich lerne die. Mhm. Weil dann baue ich gleich ein bisschen rum hier. Oh, jetzt haben wir auch ein paar Bienchen an Bord. Ach, hast du. Ja, was bringt eigentlich der Honig? Der heilt, glaube ich, oder? Wie war das? Honig ist Primeat für Bären. Ah. Er ist was zum Essen und aus dem Wachs kannst du bestimmte Sachen für den Primitive Plus noch machen. Wo ist denn der Raptor hin verschwunden? Ein bisschen den Hügel hoch. Ich glaube aber, dass wenn du den isst, dass der mehr heilt als Fleisch. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Kann durchaus möglich sein. Haben wir noch irgendwo? Bin ich mir nicht so ganz sicher. Dann haben wir das. Irgendwann haben wir noch irgendwo Hide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Wände. Hab ich 39, wenn du brauchst. Ich brauch 20. Aber hier ist alles mögliche drin. Anubis, hast du die Narkotics? Nein, ich habe keine Narcotics, ich habe die gerade alle produziert zu feilen. Okay.
Oh, Doorframe hat man noch eins. Na gut, dann brauchen wir das für hier. So, es liegen jetzt noch 50 Pfeile im Schrank drin, wenn jemand braucht. Ja. Narkosepfeile oder was? Ja. Ja, 43 habe ich. Ich brauche nehmt ihr erstmal. Ich baue jetzt erstmal weiter. 7 Wände brauchen wir. Das hätten wir da. Haben wir nicht mehr. Oh, wir brauchen ganz viel Wood, bitte. Ganz. Also sollen wir ja, weiterziehen? Dabei. Wollen wir nicht weiterziehen, ja? Dann ziehen wir weiter. Ist in Ordnung. Ja, dann bleib ich jetzt mit dem Trike beim Raptor. Nö, komm mit dem Trike aufs Boot. Das schaffst du ja noch. Ja, ich hab den Raptor hier noch liegen. Achso, jetzt liegt der. Ja, oder wie weit ist denn der schon? Ach, gerade angefangen. Bevor wir losfahren, wartet mal, lass mich noch mal einmal ganz kurz hinrennen und Holz holen, weil dann kann ich die Smithy bauen. Würde ich sagen, hauen wir den doch um, das wäre eh nur Level 44, oder? Können wir ja, dann hauen um, ja, ist in Ordnung. Dann haben wir wieder Heil. Wir brauchen noch Metall, bevor wir abhauen. Ja, wir können doch jederzeit wieder zurückkommen. Ja. Haben ja nicht umsonst uns Geflöße. So, jetzt muss ich nur mal gucken, warum ich immer so überladen bin. Irgendwie habe ich einen Scheiß im Inventar, scheint's. Also ich habe mich jetzt... Ich habe mein Gewicht auf 200 Kilo hochgefahren jetzt. Ja, ich hab 210. Ich bin bei 300 mittlerweile beim Gewicht. Ja, da bin ich mehr auf Leben, 230. Deshalb stirbst du wahrscheinlich auch so häufig. Ja, wahrscheinlich. So, das ist unser geht jetzt mal rein. So, die Bola dann lieber darunter. Soll ich einen Preserving-Campfire aufstellen? Weil der ja, gerne. Schrank dauert noch 10 Level. Wer fährt das genau. Zweite Boot? Das, ja, kann ich fahren. Dann gehe ich gerade rüber. Und nehmen wir was zu trinken mit vorher. So. Dann fahren wir aber nur um den Felsen rum, weil dahinter müsste eigentlich direkt Wald kommen, hoffe ich. Wieso? Wenn ich das sehen würde. Wer fährt das Boot? Da fährst du? Kann ich machen, ja. Sind alle da? Ach, warte mal, nee, wenn wir um den Felsen rumfahren, dann kommt ja diese Bucht. Kommt man da irgendwie hoch? Mann, wir hatten jetzt hier den... Warte. Trike hingestellt. Sind alle hier auf dem Boot? Gut. Nee, da kommt man nirgends hin. Ja, sieht so aus. Gut, dann nicht in die Bucht, nicht in die Bucht rein, sondern außenrum. In die Bucht rein, da kommt man nicht hoch. Man könnte höchstens das Boot als Leiter benutzen, sozusagen, aber... Lass mal. Zack. Crossbow. Hier ist Wald direkt, das ist super. Geilomat. Richtig gut. So. Fertig. Oh, da ist ein Dino. Moment. Wenn man keine Waffe hat, ist doof. Hab ich gehört. Ups. Da ist der Bogen, den habe ich da hinten. Okay. Wo ist er denn? Auf der 8. Willst du legen oder töten? Was? Den Dilo? Den töten wir immer. So. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob du mit einer großen Pfeile draufgegangen bist. Nee, nee. Hat, normale. Hat ja, jemand noch ein bisschen Heilrüstung gebaut? Weil ich habe immer noch nur Hose und Oberkörper. Ja, mehr Heilrüstung wäre nicht verkehrt. Ja, ich guck mal nach, oder? Also ich gehe jetzt auch noch mal ein bisschen jagen, also sollte gleich genug Hide da sein. Ja, ich lerne die restlichen drei Teile. So, jetzt habe ich natürlich keine Ahnung mehr, wie viel Lumber wir noch brauchten. Hat da geknallt. Ja, es ist Gewitter. Gewitter? Nee, bei mir im Terrarium. Ach so. In RL. Ja, ich muss auch ganz kurz nachschauen. Bin sofort wieder da. Eine Schlange geplatzt oder so. So, ich gehe mal kurz vom Bord, ich brauche Holz, dringend brauche ich Holz, dann kann ich jetzt nämlich das erste Metallwerkzeug herstellen. Das ist super, das ist super, dann kommen wir wenigstens mal voran beim Holzfällen. Alles gut. Was wollt ihr denn zuerst haben? Keine Schlange geplatzt? Äxte oder lieber die Spitzhacken? Äxte, wir brauchen Holz. Kann ich auch schon Holz in die reinlegen? Ich hab welches dabei, brauchst du nicht. Kümmer dich um den anderen Kram. Was? Kümmer dich auch um deinen Kram. Brauchst du jetzt Fiber hatten wir auf dem Boot, ne? Yep. Ja, ja, sollte ein bisschen drin, da sein. Hide ist auch da? Ja. Auch da. Gut, dann werde ich mal ein bisschen Rüstung herstellen. Wenn wir eine Sichel herstellen könnten, mal
Das wäre auch gut, ja. Das wäre nicht ganz verkehrt für mich. Warte mal, ich guck mal, ob ich die schon kann überhaupt, die Miese hier. Ja, die kannst du in demselben Zuglauf lernen. Ich guck mal. Mann, ich bin immer überladen. Was habe ich denn für ein Gewicht dabei? Ich sehe das nicht. Hast du vielleicht einen Zweckbären in der Schnellleiste? Nö. Geht das nicht. Nee, die Sichel ist erst Level 30. Na ja, gut, 100 Holz und Lumber habe ich auch noch. Ach du Scheiße, die Axt kostet aber 8 Metall und ich habe nur 6. Aber du kriegst doch noch, oder? Wir haben doch genug Metall schon. Nee, haben wir nicht. Dann mach doch erst eine Pickaxe, dass man Metall holen kann. Im Trike war ganz viel Metall ursprünglich. Mal, hast du das da rausgeholt? Das ist rausgeholfen. Wir haben nicht so viel Metall? Nein, haben wir nicht. Das waren vielleicht 10, wenn es hochkommt. Pass auf, dann baue ich jetzt uns erstmal jedem eine Pike und dann fahren wir zurück zum Spot und hauen die Metallfelsen weg. Hier müsste eigentlich auch Metall sein, wenn du hier hochläufst. Müsste eigentlich genauso sein. Gut, okay. Schau mal eben. Wir sind 6 Personen, ne? Ist richtig, ne? 2, 4, 6. 1, 2, 3, Wenn nicht jeder hat, also ich baue jetzt momentan. Naja, also baue jetzt momentan viel, dann kannst du... keinen Eisen für die anderen. Fällt mal gerade an, gibt's eigentlich mittlerweile schon die restlichen Lederklamotten? Ja, die liegen jetzt so nach und nach im Schrank. Ich crafte die gerade für jeden. Sehr schön. So. Mich ja gerade richtig. Holt euch mal aus der Smithy bitte eure Piken raus, die Metallpiken raus. Ja, Metallexo, hoffe ich. Nein, die Piken. Ah ja, für Eisen, schon klar. Aber wir können ja mit dem anderen Boot. Ach ne, den baust du gerade, Koja, oder? Hat jemand schon einmal Schuhe genommen? Ihr könnt das Boot nehmen, dann baue ich erstmal vor, ist kein Thema. Leute, dann schippert ihr kurz rüber. Hat einer von euch schon mal Schuhe genommen? Nein, jetzt habe ich eine genommen und jetzt nehme ich noch Handschuhe. Ich nehme auch Schuhe und ich nehme einmal Handschuhe. So. Bekommt doch mal alle kurz, dann weiß ich, ob ich noch was nachkaufen muss, aber ich glaube nicht. Wenn du von jedem 6 hast, soll das reichen. Ich meine ja. Oh ja, und wenn nicht, dann baust du danach. Also ich habe und wenn ihr jetzt losschippert, dann bleibe ich hier, versuche ein bisschen Holz zusammen zu farmen. Ich nehme den Trike mit. Ja, dann bleibe ich auch hier. Farm mit. Genau. Achso, der Trike ist so voll. Welches Boot ist denn jetzt für die Metallholung vorbereitet? Das ist Crafting-Boot, oder? Macht ja schon Sinn. Ja, würde ich auch so sehen. Dann. Ja, nimm das Crafting-Boot mit, da habt ihr gleich die Forge drauf. Alle da, die mitwollen, dann fahr ich los. Ja, fahr los. Fahr los. So, das war jetzt Major Berries, egal. Wenn Bären brauchen, kriegen wir sie so schnell wieder. So, ist jetzt jeder mit Leder komplett ausgerüstet? Yes, Sir. Ja. Ich ja. Nehme ja dann gleich raus, sobald wir drüben sind. Okay. Ah, da sind noch Woodplanks. Na gut, okay, Moment, dann brauche ich die. Ja, die habe ich gerade reingetan, Moment. Ne, ich habe keine anderen mehr. Noch weiter, gut. Sir. Ich habe keine Ahnung, wo das hier sein sollte, der Spot. Hast du Narkosepfeile? Nee. Die waren doch bei dem Torbogen oben drauf. Weil ich hätte dann den Pfeil. Nee, aber hier oben sollen auch noch welche sein. Ja, also wollen wir mal schauen? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ja, hier oben ist auf jeden Fall was. Ja, ich komm mit, falls was ist. Haben die natürlich wirklich alles mitgenommen. Hier ist ein 33er Trike. Wollen wir den noch legen, dass wir noch ein bisschen Lager haben? Ich wollte gerade sagen, nehmt euch die Picken vorher raus, sonst bringt es nichts so hochzulaufen. Oh, hier habe ich. Höchstens bei den Steinen. Ich hab schon den ersten. Gut. Slingshots. Ich hab den nächsten. Höchstens mit Slingshots, das ist richtig. Sind zwar nur die kleinen Metallfelsen, aber es macht nichts. Die bringen auch erstmal was. Das reicht erstmal. Jo, für den Anfang. Versucht relativ zeitig wiederzukommen. Macht jetzt nicht so viel Metall, weil wir haben hier gerade gar nichts und können eigentlich nur unser Inventar vollfarben. Ja, ich mach nur mein Inventar voll mit Metall und dann komme ich zurück. Und dann können wir ja zurückkommen. Da kommt ja reichlich raus, so ist es nicht. Ja. Dann sollte man noch schauen, dass wir einen zweiten Lastentrike uns gönnen. Gönn dir, Koja, gönn dir. Ja, ich habe keine Narkosepfeile. Ich war ja der Baumeister. Also noch kann ich. Noch habe ich Platz im Inventar. Ja, ein bisschen habe ich auch noch. Aber ich bin auch bald voll. So. Wie sie alle am Stein stehen und klappen. So, überflüssigen Scheiß hau ich raus. Ist der wieder außer Atem hier? Ich muss auch mal auf Stamina gehen. Hoch. Wettrennen um den Metallstein. Wir fräsen sämtlich Metallsteine weg. Ja,
Ja, du hörst nur Kampf, Kampf, Kampf. Dann blong, schnaufen blong. Alle ein bisschen und dann ist der Stein weg. So, das war's erstmal, würde ich sagen, ne? Ja. Dann lass uns zurück. Wir sind ja eh hier nicht, oder? Nö. Wenn man ein Dilo sucht, ist nie ein Dilo da. Der kommt gleich wieder und beißt dir in den Hintern. Wir hatten lange keine Todesmeldung mehr von dir, also von daher... Wird Zeit. Ja. Ja, war das Erste, was ich mache, mittlerweile Dilos zu suchen und zu töten. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, du hältst dich richtig gut. Search and Destroy, ne? Mhm. Richtig. Ja, hältst nicht dich Search dieses Mal richtig gut. Und Search and Die. Search, Find, Die. Dieser Reihenfolge. Ach, jetzt ist mit Oviraptor in die Axt gelaufen, dummes Tier. So. Oh, der greift ja nächstens nicht an. Nee. Haben wir noch ein bisschen Holz anbauen? Ich bin ein bisschen erschrocken gerade. Lumberstation, wenn. Im Schrank habe ich auch ein bisschen reingeschmissen. Ah, das sieht auch nach einem Plan aus hier. Damit kann ich arbeiten. Wenn alle zurück sind, Bescheid sagen. Ja, ich wäre sehr froh, wenn ihr langsam zurückkommen würdet. Ich bin ziemlich voll in der Trike auch. Ja, wir sind alle zurück. Mhm. Gut, ich schmeiße noch kurz das Eisen rein. Das Truck ist ja gar nicht so voll. Naja, egal. Trotzdem. Ich dachte, das wäre beladene. Ach, du fährst. Gut. Xa, du musst mal kurz in den Schrank rein, hier. Ich bin nicht im Schrank. Hast du schon Lederschuhe? Ich hab komplett Leder jetzt. Weil hier noch zweimal Leder drin ist. Wem fehlt denn noch was? Wem fehlen noch Handschuhe und ein Helm? Ja. Ah, okay. Aber Schuhe hast du. Jo. Okay. Wieder die Axt kaputt. Ja, die Diagnose kenne ich. So, zack. Dann können wir gleich zurück. Wieder die Lumber Stations. Wunderbar, dann schmeißen wir jetzt die Lumber Stations an. Und dann sind es eigentlich nur noch die Ceilings, die uns fehlen und ein paar Schränke dann in dem Haupthaus. So, zack, zack. Mit, wunderbar. Und wenn das Metall durchgeschmolzen ist, eigentlich könnten wir noch eine zweite Forge brauchen. Wir hatten das Boot geparkt. Ja, dreht's mal bitte um mit der Rampe zu uns. Am Strand. Ja. Sollen wir jetzt auch schon mal ein drittes Boot bauen? Ja, okay, ich bin drauf. Wer hat denn die Forge gebaut von euch? Ich? Ja, warte, ich guck. Kannst du noch eine zweite bauen und neben die Smithy stellen? Ja, ich großhändler Material zusammen. Dir. Sehr schön. Ja. Weil ich habe halt im Moment mein komplettes Inventar für ein Boot. Das war drin. Kunst. Halt. Genug. Ein bisschen Flint. Muss mal ganz kurz mit dem Pfeil drauf trampeln, ja. Bitte was? Flint? Flint. Flint. Warte mal. Ich hab gerade was reingetan. Nee, okay. Gar nicht. Ja. Gut. Hast du? So. Bau die gerade. Zack, 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 zack. Leg ich im Schrank rein. Ist drin. Zack, 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 zack. Jetzt müssen wir nur noch verteilen. Stellst du die Forge hin oder soll ich das machen? Ja, kann ich hinstellen. Direkt neben die andere, ne? Nee, hier so, neben. Wunderbar. Hier hin, da wo ich stehe, ja, bitte. Ja. Moment, Trike kommt wieder runter. Dann habt ihr Platz. Wait. Danke. Mal eben Fenster zu machen, hier kriege ich gerade das Feuerwerk los. Feuerwerk? Habe ich was verpasst? Schon wieder Silvester? Nein, aber bei mir wird schon den ganzen Tag oben in der Siedlung mit der Hochzeit gefeiert. Weißt du, was meinst du, Koya? Noch ein drittes Boot? Für die Dinos, Master, ne? Die Master dafür hätte ich. Hätte Sinn machen, ja, dann bau. Muss hast man du ja das zugeben. Boot, macht, hast du das Boot gelernt oder soll Sinn. Ich das eben bauen? Nee, ich hab's gelernt. So. So, was brauchen wir jetzt als nächstes? Was brauchen wir jetzt als nächstes? Das ist eine gute Frage. Die Handmühle vielleicht Stein bald. Oder Flint oder? Flint auf jeden Fall. Gerade für Spark Powder und später Gunpowder. Anubis, hast du außer die Picke noch was gelernt aus Metall? Ja, alles. Die okay. Pike, die Axt und den Crossbow. Ah, sehr gut. Eine gute Frage, was machen wir hier? Wie gehen wir jetzt voran? Ich würde sagen, wir müssen uns versuchen weiter auszurüsten, dass wir Trang Arrows haben. So. So, Lumber Ceiling habe ich.
Ich habe den ersten, die erste Axt fertig. Metallaxt. Sehr gut. Nur mal ganz kurz zum Abklären. Dass wir jetzt versuchen, uns auszurüsten mit Trang Arrows. Und dann nach Möglichkeit mal losziehen auf eine kleine CM-Tour, oder? Dass wir mal ein Kanu haben oder irgendwas. Ja. Das wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Also dann jetzt, weiß nicht, haben wir, wie viel Narkosepfeile haben wir? Nicht so arg viel, ne? Also ich habe momentan 22 bei mir. Ich habe 23. Hab 23. Hast du 25? Schon den Construction-Teil? 44. Okay. Ich habe nicht wirklich viele, ich habe nur... Die nächste Axt ist fertig. Dann machen wir es so, dass wir jetzt versuchen nochmal... Woran scheitert es? An Narkotics? Also an Narkobären oder an... Oder an Gammelfleisch? Gammelfleisch. Beidem, glaube ich. Oder? Ja, ansonsten, ich kann auch gleich mit dem Track nochmal eine Runde sammeln gehen. Netpoint Scheiß hier. Marco, hast du schon Construction Table? Ja, der steht auf dem Boot. Okay. Und Koya, ich habe jetzt die Lumber Ceiling gelernt. Ja, ich habe sie schon, ich baue sie gerade. Achso, ja dann. Die hat nur scheiß Snap Points, wenn man das mal so sagen kann. Funktioniert quasi gar nicht. Ach, und die Flaming Arrows habe ich gelernt. Ach, gibt's die auch schon? Nochmal. Ja, die habe ich auch schon. Cool, dann kann also im Schrank liegen auch schon 100 Gunpowder, könntest gleich mal einen 100 Stück herstellen. Ja, klar, ich hole jetzt nur noch ein bisschen. Die gehen treppenartig hoch, wenn du die baust von rechts nach links. Geht immer eine höher, die Ceiling. Die nächste Ceiling ist immer eins höher als die davor. Okay. Das ist noch ein bisschen verbuggt, scheint's. Geht jetzt nicht anders, bauen wir es halt so. Es sind noch 25 Trank Arrows im Schrank. So, dann bauen wir da oben die Betten hin. Hier bauen wir Schränke hin. Eine Reihe würde ich dann noch dran setzen. Also brauchen wir noch eine Wand. Und Ceilings braucht man noch mindestens mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Ceilings, eine Wand. Immerhin. Sollte schaffbar sein. Könnte sich bitte jemand eine Axt abholen hier? Wer braucht? Gerne. Ich hab bereits. Ich hol mir gleich eine. Und die Metallpicke nehme ich mir auch gerade. Was nimmst du dir? Zack. Die Metallpicke, so, die war da noch drin. Ja. So. Ach so, Speere. Kannst du die herstellen? Ja, die kann ich auch gleich herstellen. Das ist super. Aber erstmal wollte ich uns alle mit einer Axt ausrüsten. Nee, ist richtig. Aber die an die Speere habe ich noch gar nicht gedacht. Das Mal. Die habe ich auch schon gelernt. Ah, super, wie das läuft. Jetzt brauchen wir nur noch Gegner. Weiß nicht so laut. Die kommen gleich mit Rex um die Ecke. Ja, wollte ich gerade sagen. Genau, Level 50 Flakrüstung Rex. So, die nächste Axt ist fertig. Wem fehlt noch? Mir, ich komme. Ich brauche auch noch eine. Gut. Also muss ich gleich nur noch eine davon herstellen, dann haben wir es. Wie viel Dings habe ich gesagt? 6, ne? Ja. Balu, wo bist du? Nimm dir mal deinen Lederzeug da raus aus dem Schrank. Aus welchem Schrank? Ich habe mir rausgenommen. Der vordere hier. Sehr schön. Dann brauche ich jetzt nur noch eine herstellen, wenn ich mich ganz täusche. So, fehlt dir dann noch was? Für die Wand fehlt dann noch. Schuhe fehlen dir noch, ne? Ja. Und dann brauchen wir noch für die obere Lage nochmal 5x5 Ceilings. Nochmal 25 Ceilings. Wie viele Leute, wir brauchen Holz. Hier Holz. Wald hier ist auch schon wieder relativ weit zurückgewichen. Haben wir keinen Fall, geht doch, oder? Ne, das verpulver ich gerade. Also zumindest Im Schrank liegt auch noch ein bisschen Holz. Ja, aber da könnte ich ja keine Schuhe herstellen. Da muss ich gleich Fiber holen. Und Haut. Warte mal, wie viel brauchen die Schuhe denn? Die brauchen 12 Haut, ja, brauchen wir noch 4. Ich suche mal eben was zum Schlachten. Ich kann hier auch ein paar Drakes einschubsen gehen. Das wäre gut, dass wir mal wieder Haut reinkriegen. Drakes schubsen. Das kommt hier, ist 33 am Strand. Derjenige, der noch keine Metallpike und noch keine Axt hat, bitte sich den Kram jetzt abholen. Oh nein, wie doof ist das denn? Hab ich jetzt rausgeholt. Sehr schön. Das geht nicht, was wir vorhaben, geht nicht. Warum, was, wie? Kriegst du außen keine Snap-Points, oder? Nee, man muss sich ducken, um unter die Ceilings zu kommen, wenn man nur eine Etage baut. Oh. Weil die...
Ja, nee, wobei, das dürfte eigentlich kein... Das ist ja eigenartig. Das muss dann aber mit den... mit den Lumberbauten zu tun haben. Weil bei Holz geht's ja, wenn man eins hochbaut, dass man durchkommt. Das muss irgendwie mit den Lumberbauten zu tun. Zumindest die Mitte vom Boot kann man nicht betreten, wenn man... wenn man nicht, sich nicht duckt. Okay, weil die Foundations dann etwas zu niedrig gesnappt sind. Oh, hier steht ein Griesbrei. Was, ein Griesbrei? Steht hier oben, ja. Ach so, ein Diplo. Yep. Ach so, ich dachte ein Gezähmter. Ich dachte, jemand hätte hier einen Griesbrei genannt. Das wäre zu geil jetzt gewesen. Ja, muss ich zugeben. Hätte ich auch ein bisschen gefeiert. Lumber Ceiling, eine. Da kommt ein Parry. Dann machen wir es anders. Dann machen wir nur eine Außenreihe und in die Mitte. Scheiße. Puh, jetzt brauche ich mal eine Idee. Also das funktioniert nicht. Wie soll? Ich brauche dringend Hide. Ich hab Hide. Wo? Ich schmeiße dir in die Smithy rein. Ja, bitte. Ups, liegt drin. Danke. Wenn wir Hide brauchen, dann kriege ich doch mal das Para hier. Jo, brauche ich. Aber wo liegt denn das Gammelfleisch drin? In dem Räucherfeuer da. Ah, unbedingt. Okay, schau ich rein. Ah ja, sehr schön. Komm, Strickleitern sehen einfach besser aus. So. Kostet nur ein bisschen mehr. Ja, ist egal. Bringt dann hoffentlich auch mehr Erfahrungspunkte. Die große Frage ist, was machen wir jetzt hier mit dem... So wie die Baumplattform, meinst du? Baumplattform, die bringen richtig Erfahrungspunkte, gell? Die lohnen einfach ja, nur. Also die sind unglaublich, was die an EP bringen. Also wenn man leveln will, dann muss man Baumplattformen bauen. Also in dem vorderen Schrank sind schon mal 100 Flaming Arrows. Ui, cool. Und ein bisschen Holz und ein bisschen Kuh. Ich nehme mal Flaming Arrows sind auch von der Primitiv Plus Mod, wie man unschwer erahnen kann. Und machen ordentlichen Wumms. Sie brauchen Spark Powder, ne? Spark Powder, ja. Gunpowder. Gunpowder, ja. Ein Gunpowder, 4 Sedge und 3 Fiber. War eigentlich auch halbwegs erschwinglich. Jupp. So. Den Schadensoutput auf der erste, genau. Der erste kann sich einen Metallspeer abholen. Geht, hier kommt man drunter durch, ohne zu ducken. Das heißt, man könnte. Gibt's noch irgendwo eine Metallaxt? Hast du noch keine? Ich habe eben gefragt. Ich habe doch gesagt, ich brauche noch eine und ich hole sie mir gleich ab. Doch, wenn das du ja gut, dann baue ich dir jetzt noch eine. Dann baue ich noch eine. Machen wir da die. Dafür nehme ich dann halt den Speer mit. Ich wollte gerade drücken. Ja, zu spät. Ja gut, dann musst du jetzt noch ein bisschen töten. So. Bitte, dann machen wir das, die Leiter dahin. Das wird ein interessanter Bau, den ich hier mache. Ich hoffe, das wird halbwegs Praktika. Oh Mann, diese Snap Points. Dann will ich erstmal wieder hoch. Bäume jedoch fällen. Kacken. Komm, wird fertig hier. Doch gar nicht. Okay. Also das hat echt Potenzial, einen hier in den Wahnsinn zu treiben. Die Snap Points von der Lumberg-Scheiße hier. Ich störe ja nur ungern, aber 33 pro Jahr. Ach, Spielverderber. Ich weiß. Es ist Anubis, ich kann nichts dafür. Ich sag's ja nur, du brauchst mich ja nicht auf mich hören. Hier kommt man auch nicht runter. Ich dreh durch! Und wenn zwei Türen übereinander setzt? Nee, es geht nicht um die Türen, es geht tatsächlich, dass du nicht deine Axt ist fertig. Ja, ich wollte ja. Du kommst nicht unter die Ceilings, du stehst auf dem Boot und kommst nicht unter die Ceiling. Ja. Ich geh mir Zeit besorgen. Oh, da hinten ist die müssen auch hier höher, Todes das heißt, Strike. Ja, das habe ich da gerade hingelegt, aber dann ist mir auch gefallen, dass ich ja noch keine Hacke habe. Können wir da oben die Betten draufbauen, unten drunter die kleinen, also hier sowas wie Smithy und Forge und so weiter und da, hier bauen wir eine ganze Reihe an Schränken hin. Ich denke, dann ist das halbwegs praktikabel. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, dann bauen wir hier noch ein bisschen weiter und ich drehe weiter durch. Boah, also das Los, Schiffe bauen zu müssen, ist ein schlimmes. Möchte ich abgeben. Wer möchte? Nein. Wie sie alle, flieht, wie sie ihr alle Narren! Hier
Lauf, Forrest, lauf! Ja. Leck! Ach nö. Na gut, ich werde mir was einfallen lassen müssen. Also dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, dann ne, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.